Die NBW zeigt die Ergebnisse aus dem Modellversuch flexibler Wärmestrom. Das ist Herr Berger. Herr Berger wohnt in einer kleinen Stadt, die seit Beginn der Energiewende ihren Strom immer mehr aus alternativen Energiequellen bezieht. Diese laufen dann auf Hochtouren, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Eine tolle Sache, mit einem Haken. Und zwar, wenn der Wind besonders stark weht, gleichzeitig die Sonne scheint, aber nur wenig Strom benötigt wird. Dann bleibt überschüssige Energie ungenutzt. Im schlimmsten Fall wird sogar das gesamte Versorgungsnetz instabil. Die Energieerzeuger müssen dann abgeschaltet werden. Und die Kosten dafür tragen laut Erneuerbare Energiengesetz die Verbraucher. Nun zur guten Nachricht. Die NBW hat sich mit dem Modellversuch flexibler Wärmestrom um genau diese Probleme gekümmert. 150 Pionierkunden haben dafür ihre Wärmepumpen und Speicherheizungen bereitgestellt. Und wir haben eine Steuerung eingebaut. So können wir immer dann Energie in die Heizungen laden, wenn viel davon vorhanden ist. Aber auch wenn wenig Energie zur Verfügung steht, stellen wir sicher, dass es bei Herrn Berger nicht kalt wird. Der Modellversuch hat bewiesen, dass unsere Technik funktioniert und eine genaue Energiesteuerung möglich macht. Und das, obwohl die erneuerbaren Energiequellen zu großen Schwankungen im Energieangebot führen. Ein gutes Beispiel dafür war die Sonnenfinsternis im März 2015. Mit dem neuen System war es uns möglich, flexibel auf die kurzfristigen Änderungen und Probleme in der Versorgung zu reagieren. Zudem hat der Modellversuch gezeigt, dass wir unsere Prognosen für den Energiebedarf unserer Kunden ebenfalls viel genauer stellen können. Dadurch ist es uns möglich, auch die Freigabezeiten für die Heizungen besser zu regeln. Sobald die gesetzlichen Regelungen das erlauben, können wir so gemeinsam mit unseren Kunden künftig einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und sogar Geld sparen. Übrigens, neben Heizsystemen können auch weitere Elemente wie zum Beispiel Batteriespeicher oder E-Fahrzeuge integriert und gesteuert werden. Herr Berger und seine Freunde freuen sich. Im Modellversuch konnten ihre Heizungen flexibel aufgeladen werden. Je nachdem, ob durch Wind oder Sonne viel oder wenig Strom im Netz verfügbar war. Durch diese flexible Aufladung ist bei einigen Kunden der Heizkomfort außerdem gestiegen. Insgesamt waren alle 150 Pionierkunden mit dem Modellversuch so zufrieden, dass sie auch weiterhin von seinen Vorzügen profitieren wollen. NBW. Wir leisten für Sie und mit Ihnen Pionierarbeit.